Nun kommen wir zu Teil 3, Champignons de Paris. Da fahren wir dann in meine französische und natürlich auch spanische Heimat. Wir machen eine Spuma von Champignons, das geht ganz einfach. Du nimmst vorweg ein Champignon de Paris wieder, hier, guck mal. So. Nicht zu heiß die Pfanne, das ist wichtig. Wir wollen ihm nur eine sanfte Hitze geben mit etwas Olivenöl. Das mag ja auch gerne Champignon. Also die einen stehen ja nur auf Röstaromen, aber ich finde, beim Champignon kann man auch mal eine sanfte Hitze geben. Klein bisschen Salz bitte nicht vergessen. Wenn der Champignon fertig ist, machen wir einen kleinen Spritzer Zitronensaft auch hier dran und reiben wir ein bisschen was vom Zitronenabrieb rein. Sehr schön. In der Zwischenzeit nimmst du entweder eine Schüssel oder eine Sauteuse. Das hier ist eine Sauteuse. Du nimmst ein Glas Champignons de Paris. Jetzt ziehst du, ne? Ich glaube, die reagiert zusammen mit dem Herd. So. Und das Thema ist ja immer bei diesen ganzen Soßen, und Quetschis. So, das reicht ja schon. Mehr brauchst du nicht. Wir wollen ja keinen durchgekochten Champignon haben. Das Thema ist ja immer bei diesen ganzen Soßen, die Hälfte bleibt immer im Quetschi drin oder so. Und genau das wollten wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, so sieht das Glas aus, wenn man mal auf die Schnelle was rausgeholt hat. Und du hast auch eine weite Öffnung, ne? Und in diesem Fall können wir Folgendes machen. Wir nehmen etwas Haarmilch. Du kannst auch Sojamilch nehmen, das ist kein Problem. Und für alle, die kein Eiweiß verwenden wollen, für die Veganer, nehmt ihr einfach ein bisschen Alginat. Rezeptur steht auf jeder Packung drauf. So, und die Formel ist hier. Ein Teil Champignon und ein Teil Milch. Ich verschließe das Glas. Schüttel es einmal. Hier ist der erste Teil der Milch. Und das waren jetzt 100, weil das Glas hat ja 200 Milliliter Fassungsvermögen. Und hier kommt der zweite Teil. Auch gerne nochmal schütteln. Die Gläser kannst du auch verwahren, ist ja ganz klar. Für Kinderschmuck, Perlen, Goldbarren, Münzen. Egal was. Und natürlich auch Kräuter, gedörrtes Obst und natürlich deine hausgemachte Konfitüre. Sensationell. So, deswegen ab ins Waschbecken damit. Hopp, hopp. Ein Hühnerei hier. Das Ganze verrühren mit einem Schneebesen. So einfach geht das. Trennst das Eiweiß vom Eigelb. Das Eigelb aufbewahren. Das kann man übrigens auch alleine braten oder noch ein Omelett davon machen. So, Eiweiß etwas aktivieren, also anschlagen. So soll das aussehen, nicht mehr. Das gießt dann hier rein. Nochmal verrühren. Und um es nochmal zu sagen, nicht umsonst heißen unsere Soßen UWMs, Universalwürzer oder Universalwürzmittel. Universalwürzmittel. Das heißt also, eigentlich brauchst du daran jetzt nichts mehr zu tun. Wir probieren trotzdem mal. Du weißt ja. In diesem Fall will ich noch ein bisschen Salz machen. Klein bisschen. Die Champignons haben schon ihren eigenen Geschmack, sie haben Olivenöl, sie haben die Säure und sie kriegen auch den Zitronenabrieb gleich noch. Einfach mal verrühren. Und dann brauchen wir so mein Lieblingsgerät, kennt jeder, Alice in Wonderland. Und das hat fast inzwischen auch jeder zu Hause, nämlich so ein Siphongerät. Schön von der Firma Easy. Schleichwerbung hier wieder. Das sind die sogenannten Kapseln hier. Wir haben hier sogenannte N2-Kapseln. Es gibt auch Kohlensäurekapseln. Damit kannst du auch zum Beispiel sehr schön in so einer Flasche Weintrauben reinmachen. Kohlensäure drauf einen Tag stehen lassen. Dann prickeln die Weintrauben innen drin. Das ist auch sehr schön. Die Kapseln kommen dann immer hier rein.
Hier, da, zack, hopp. So, was jetzt wichtig ist, da sich in unserer schönen Champignonmasse, was später Espuma werden soll, kleine Stücke befinden könnten, brauchen wir jetzt ein Sieb. Das muss nicht unbedingt so ein großes Spitzsieb sein, aber es muss ein feines Sieb sein. Das sieht dann so aus. Das stellst du dann hier drauf. Nimmst den Löffel hier raus, hältst das mit einer Hand alles fest und gießt es dann rein. So. Dann nimmst du wieder deinen Löffel, immer schön festhalten, dass es nicht umkippt und salzt das so durch. Und dann wirst du sehen, dass du ein paar Reste hast, was überhaupt nicht Schlimmes ist. Aber so ein Easy, der ist ja ziemlich empfindlich, der würde dann später die Masse nicht durchlassen und dann hättest du kein schönes Siphon. So, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben unseren Champignon de Paris. Wir haben ein Eigelb auf 200 Gramm Champignon de Paris und 200 Gramm Haarmilch oder fettarme Milch. Wir wollen ja nicht, dass das so mastig wird. Du kannst natürlich auch Sahne nehmen. Wir haben etwas gewürzt mit Salz noch. Jetzt nehmen wir den Verschluss, packt ihn hier drauf. Das ist natürlich wieder ein Rechtshändergewinn. Dazu wollte ich mich heute in dieser Sendung mal nicht äußern. So, gut verschließen. So, hat geklappt. Wichtig ist, dass ihr von hier die Kapsel so reindreht, dann schießt das Glas nämlich nach oben durch. Andersrum verteilt das Glas etwas langsamer. So, das Zischen ist normal. Hopp, einmal. Schöner Effekt gerade, ne? Hast natürlich schön geschlafen. Dann haben wir gleich nochmal. Ich muss sowas auch vorher sagen. So, Kapsel ist kalt. Wir machen auf diese Menge zwei Kapseln rein. Dann sind wir safe, sicher. Safe für die Jüngeren. Ich habe was Neues gelernt, ja. Safe. So, nochmal schütteln. Zwei Stunden kalt stellen. Oh, ne! Geht doch. So, zwei Kapseln sind drin. Die räumen wir wieder weg. Hier dürfen wir bitte den Zitronenabrieb nicht vergessen. Immer so schön abschlagen. So, nimmst du ein schönes Glas. Wunderbar. Und dann nimmst du deinen Siphon. Ich könnte noch ein bisschen mehr Olivenöl rein. Olivenöl tut der ganzen Sache echt gut. Und was ihr auch machen könnt, ihr nehmt ein bisschen Schluckengrün. Ganz fein. Das erste bitte nie verwenden, weil das ist stark oxidiert. Klein bisschen Schluckengrün rein. Guck mal. Hoppla. Und in diesem Falle haben wir natürlich eine weitere Wunderwaffe zur Hand. So, kleine Probe mit dem Espuma machen. Läuft. Nicht zu fest, schön langsam reinspritzen. So, das sieht sehr gut aus. Und jetzt werden natürlich alle schreien, was jetzt kommt. Ich finde, das ist ein super rosa Pfeffer. Ist wieder von der Firma Ankerkraut. Den könnte man jetzt hacken, aber ich finde, der ist von der Sortierung her so schön. Guck mal hier. Der ist super von der Sortierung, oder? Und der ist schön crispy. Den machst du einfach oben ein bisschen drauf. Erstens sieht es gut aus. Zweitens schmeckt es gut. Drittens und abschließend
unsere kleine Blüte. Und dann haben wir ein sehr schönes Glas. Das schießen wir so, ne? Also jetzt schnell schießen, bitte. So, okay. Fertig ist die Lauge.